guten Tag. Also herzlich willkommen. Wir sind wieder da und heute ist ein sehr wichtiges Thema. Wir müssen schauen, dass Modalpartikel auch Supermassen sind. Also viele denken, dass ja, das ist schon okay und wir denken nicht daran viel, aber diese Modalpartikel sind supermassig. Und sie sagen ihr Mut, sie sagen ihre Laune und sie machen also die Bedeutung oder Betonung ist da. Es gibt manchmal viele Wörter, manchmal ein Modalpartikel ist nur einfach ein Wort, aber manchmal kann das sehr gute Rolle spielen. Heute werden wir sehen. Ich hoffe, dass Sie haben auch ein bisschen nachgeguckt und Sie kennen schon viele Modalpartikel. Einige zum Beispiel quasi beziehungsweise ja, also es gibt so viele. Man sagt, dass es gibt mehr als 100 Modalpartikel, die häufig benutzt werden. Aber normalerweise die Muttersprachler, sie benutzen diese richtig. Und wir als Deutschlehrer oder Lerner, wir sind nicht Muttersprachler, dann verstehen wir auch nicht so gut. Wir denken, das ist ja schon okay. Und wir lernen manchmal nur diese Wörter auswendig. Aber das hilft leider nicht so gut. Also nur Bedeutung wissen ist nicht genug. Das sollte automatisch aus dem Mund fallen, wenn es gebraucht wird. Dann ist das richtige Ziel erreicht. Heute werden wir sehen, einige. Welche Modalpartikel können Sie schon? Das können Sie auch sagen. Und es wäre wunderbar, wenn wir einige Beispiele auch nennen. Also ist auch ein Modalpartikel. Wir benutzen also normalerweise, wenn wir etwas, also plötzlich etwas fehlt und dann wir wollen etwas erinnern uns, wir sind daran, also dann bedenken wir auch gleichzeitig und holen neue Ideen und well, sagt man auf Englisch. Ja, also will jemand damit beginnen? Viele denken, dass ja, das ist ein Grammatikthema, das ist ja richtig. Deshalb haben wir das genommen, dass also nicht nur normal Themen, aber manchmal nehmen wir auch Grammatikthemen. Dann wird unser Gespräch noch. Also ich habe auch ein oder zwei Freunde heute extra eingeladen. Sehen wir mal, ob die kommen. Und dann bekommen wir noch Hallo? Ideen. Ja, bitte. Hallo. Ich habe ein Beispiel. Ja, für ein Modalpartikel. Ja, zum Beispiel, ich sage meinem Schüler, wissen Sie was? Es gibt eine Diskussion jeden Tag von 10 bis 12. Machen Sie doch mit. Nehmen Sie doch teil daran. Ja, das sage ich. Das doch ist eine Art Modalpartikel. Danke sehr. Ja? Nicht klar? Nicht klar? Nochmal. Ja, ich sage meinem Schüler, wissen Sie was? Es gibt jeden Tag, morgen von 10 bis 12 Uhr, eine Diskussion. Es gibt viele interessante Themen. Sie müssen daran teilnehmen, sodass Sie besser Ihre Deutschkenntnisse vertiefen. Kommen Sie doch mit. Machen Sie doch mit. Kommen Sie, nicht wahr? Ja? Also, das wäre ein Beispiel. Danke. Ja, kommen Sie doch mit. Was bedeutet das doch hier? Ja, das ist, bitte jemanden begeistern, jemanden eine Idee geben, machen Sie das doch mit. Warum machen Sie das nicht mit? Das ist wie ein Modalpartikel. Doch ist hier keine Antwort auf eine negative Frage. Das ist die Antwort positiv zu machen, aber das ist ein Modalpartikel. Ja, machen Sie doch mit. Nein. Und so weiter. Ja. Genau, also diese Weise ist das auch eine Betonung dann. Also, ja. Sie motivieren die Studenten und dann sagen sie, sie sollten kommen.
also irgendwie. Doch, dann hier Betonung. Ja, richtig, richtig. Das meine ich. Ja. Ja. Unbedingt kommen Sie, oder? Oder Sie sollen kommen? Ja. In diesem Sinne. Sie kommen ist ein Modalverb, das ist ein Ratschlag. Ja? Aber hier mit dem Modalpartikel, warum machen Sie doch mit? Das ist eine Art Motivation oder Motivieren. Ja, man kann motivieren. Das ist mein Denken. Ja? Genau. Und manchmal, doch, und wie Sie gesagt haben, ja, bitte? Waren Sie mal in Italien? Waren Sie mal in Italien? Waren Sie mal in der Schweiz? Das Mal ist ein Modalpartikel da. Das ist nur eine Betonung. Mal, doch und so weiter. Ja, bitte, weiter. Es tut mir leid. Ja, bitte. Nein, das ist super. Wir wollen sowas hören eigentlich. Also Mal ist auch ein Modalpartikel. Also Mal bedeutet zum Beispiel, wir sagen einmal. Aber hier Mal bedeutet... Sie sollten mal kommen. Das heißt, bitte kommen Sie einmal mindestens und dann werden Sie sehen, wie wichtig das ist. Ja, ja, also das, genau, wichtig. Okay, noch jemand? Ein Beispiel mit Mal. Sag mal, mein lieber Junge, sag mal etwas. Also du solltest auch mindestens etwas sagen. Das wäre sehr gut. Kannst du nicht mal was sagen? Ja. Hallo, guten Tag. Bitte. Ja, ich habe einen Zweifel. Wenn wir Dog benutzen wir das in einem positiven Sinn oder einem negativen Sinn? Das hat mit positiv oder negativ vielleicht nicht zu tun. Das hängt also mit Kontext ab. Zum Beispiel, ich sage, kommst du morgen nicht? Und dann ich sage, Dog, ich komme. Das heißt, eine Frage war negativ, aber Antwort mit Betonung ist sehr, sehr positiv. Also man sagt, das ist unbedingt. Zum Beispiel, ich habe 5 Schokoladen, aber Gorau Gerg ist nicht. Er fastet heute. Du sagst, nein, doch, ich esse auch. Das ist negativ. Ja, hier die Frage war negativ, aber dann Antwort ist sehr positiv. Also man will das unbedingt auch eine Schokolade nehmen. Okay, das ist so grundsätzlich, so grundsätzlich benutzen wir Dog, um zu betonen. Um zu betonen, genau. Ja, aber jemanden zu begeistern. Ja? Okay. Ja, danke. Ich bin klar einverstanden. Ja. Ich denke, Dog und Lock, beide gehen sehr wichtig und ein bisschen fehlt auch. Zum Beispiel, wenn ich sage, Kommen Sie knock out und bitte kommen Sie dock. So knock und dock, beide sind sehr wichtig, aber ein bisschen unterschiedlich auch. Ja, dock of course und knock, wie sagt man auf Deutsch? More. Ja, mehr. So dock und knock. Diese beide ist denke ich und bitte erklären Sie auch, was soll es tun. Also Modalpartikel sind manchmal eigentlich die deutsche Sprechen das automatisch. Also sie verstehen und das zum Beispiel wie Hindi, also auf Hindi Sprechen. Manchmal diese Modalpartikel sind auch nicht so wichtig, kann man sagen. Also Bedeutung ist manchmal Bedeutung entwickelt. Zum Beispiel, ich sage, schon, ich habe 2 Roti gegessen. Ich habe schon 2 Roti gegessen. Also das, man will zeigen, dass ich habe schon gegessen und jetzt brauche ich nicht mehr. Vielleicht das ist Kontext. Also im Gedanken denkt man, jetzt brauche ich nicht mehr. Deshalb sagt man schon. Also das macht einen kleinen Unterschied auch. Warst du schon in Amerika? Also hier schon. Schon bedeutet, Sie waren irgendwann. Kann man auch so sagen, warst du mal in Amerika?
वाज टू इन अमेरिका वाज टू शॉन माल इन अमेरिका अजो उंट सिडली से वाइज है कन्वन जादन उंट एस्किप आई ने एक्स्ट्रा बिटोन बिटोन ऑफ फेडन फाल अबर बिडोइटो इस मंस माल ग्लाइस Ich habe noch ein Beispiel für Modalpartikel. Darf ich mal sehen, sagen? Ja, gerne bitte. Ja, zum Beispiel, denn ist ein Modalpartikel. Ja, zuerst lernen wir denn auch als Konnektor. Ja, ich lerne Deutsch, Konnektor, denn ich möchte in Deutschland studieren. Denn ist da ein Konnektor. Ja, das denn verbindet zwei Sätze. Aber wie heißen Sie denn? Ja, was machen Sie denn beruflich? Denn da ist kein Konnektor. Das ist ein Modalpartikel. Ja, das denn zeigt Interesse. Denn zeigt ein Interesse an das Gespräch und an die Person. Ja, nicht einfach praktisch fragen, wie heißt du, was machen Sie beruflich? Das Wort, kleines Wort, Modalpartikel, denn zeigt Interesse, reflektiert Interesse und zum Beispiel, wir möchten das gerne erfahren, ja, von der Person, was er macht und wie er heißt und so weiter. Das zeigt unser Interesse, ja, und macht die Frage interessanter, ja. Danke sehr. Das war ein Beispiel für denn zwei Bedeutungen, denn als Konnektor, Then as modal particle. Danke. Ja? Hallo. Bitte. Gesagt, dass wir vielleicht jetzt wieder versuchen. Okay, also Sie haben über den gesprochen, richtig? Ja. Das ist ja Konnektor auch und dann Modalpartikel auch. Ja. Und das ist auch interessant. Also meistens, wenn es Modalpartikel ist, dann gibt es eine Frage. Normalerweise. Nicht immer, aber dann normalerweise. Also, was hast du denn dabei? Was willst du von mir? Was willst du denn von mir? Wie heißt du denn, wie Sie gesagt haben? Also man zeigt Interesse, man fragt begeistert, man will unbedingt was wissen. Also nicht normale Frage stellen. Wie heißen Sie? Das wäre vielleicht langweilig. Wie heißen Sie denn? Also man zeigt Interesse. Ja. Diese Frage ist wichtig für mich. Und dann antwortet man auch höflich. Ja. Okay. Gut. Ich habe auch eine Beispiel von Doc. Ja, ich habe viel mal gesehen, dass Doc benutzt man mit einer Antwort, eine positive Antwort auf eine Frage mit einer Negation. Da benutzen wir Doc meistens. Zum Beispiel, lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. Das kann ein Antwort sein. Und wenn jemand fragt, wieso, lernst du nicht Deutsch? Doch, ich lerne Deutsch. So eine Antwort von einer Negation ist, da benutzen wir Doc auch. Hallo. Ja, bitte schon. Entschuldigung. Darf ich hier unterbrechen? Bitte schon, gerne. Doch in diesem Fall ist keine Modalpartikel. Es gibt einen großen Unterschied dazwischen. Entschuldigung. Lernst du nicht Deutsch? Doch, ich lerne Deutsch. Doch in diesem Fall ist kein Modalpartikel. Ja, könnten Sie bitte erläutern, wie einige Beispiele bitte? Danke. Oh, es gibt viele, das ist nicht so einfach. Also Modalpartikel lernt man in Deutschland, nicht in einem Unterrichtszimmer in Indien.
modal particles in einfach Abtörnungspartikel. Dafür haben wir in unseren Sprachen eigentlich diese sogenannte suprasegmentale Elemente. Und suprasegmentale Elemente und modal particles sind etwa ähnlich, wenn man sie lernen will. Ein Beispiel hier, also im Hindi zum Beispiel, da sagt man, kal tumse mila tha na, das na am Ende ist ein modal particle. Und das übersetzen wir auch in, also direkt ins Englische, als Indian, also indischer Sprecher. I met you yesterday, no? Das ist kein modal particle. Das ist eine Abtönungspartikel. Und doch benutzt man als Funktion, als Partikel in einer Erklärung, Begründung oder Folgerungssatz. Und doch kommt auch im Zweifel. Du hast mir doch gesagt, dass du in Delhi wohnst. Das ist ein Modalpartikel. Danke. Das gesagt. Ja, Zweifel. Also danke. Doch, ja, es gibt verschiedene Funktionen. Also Entschuldigung, also das kann ich hier jetzt dir nicht zeigen. Ich brauche eine Tafel dafür. Also sowas geht nicht. Modal Partikel sind nicht so einfach. Docs G. Kyonten. Docs G. Kyonten. Ist das hier Ihr Modal Partikel? Sie haben gesagt, ich habe das Doc nicht jetzt erklären. Und dann sagte ich Docs G. Kyonten. Nein, das ist kein modal particle. Aha. Wenn du okay. Docs am Anfang so benutzt, das ist kein modal particle. Okay. Ein modal particle kann nicht eigenständig am Anfang einer Satze stehen. Das mache ich so. Ich gebe euch also vier Bedingungen. Anfangsstellung ist nicht möglich, Ausnahme ist eigentlich. Okay, für die Position der Modalpartikel im Satz, eine Anfangsstellung ist nicht möglich. Die Ausnahme ist eigentlich. Zweitens, Anfangs-, Zweit- oder Endstellung? Nein. Keine Stellung, die von Verbformen zu besetzen ist. Wo ein Verb stehen muss, kann kein modal Particle dort stehen. Drittens. Stellung ist möglich nach Verb und Personalpronomen an dritter oder vierter Position. Und die letzte Bedingung. Keine Stellung nach Negationspartikeln und Adjektiven. Ich habe dir auch doch, zum Beispiel doch in diesem Fall ist ein Modalpartikel. Ich habe dir doch gesagt, Dave, dass ich über Modalpartikel viel gearbeitet habe. Verstehst du das? Ich habe dir doch gesagt, also auf Hindi, wenn man das in Hindi so übersetzt, tumhe bataya to tha. Das to im Hindi ist ein modal particle. Diese modal particles sind gar nicht einfach. Bitte aufpassen bei dem Gebrauch von modal particle. Sie haben verschiedene Funktionen, zum Beispiel denken auch an Ungeduld ausdrücken. Ja, doch kann auch Überraschung ausdrücken. Oder Befürchtung. Ein Skepsis. Ich glaube das doch nicht. Ein Vorwurf oder Ärger auch. Also es gibt verschiedene Einstellungen, Gefühle und Einstellungen für doch. Was wir so bis jetzt gelernt haben, also meinetwegen, modal Partikel kann man nicht so einfach unterrichten.
Sie gehören zur Sprache. Sie sind Teil der Sprache. Also ich kann dir nicht sagen, hier musst du lachen. Und das ist humorvoll. Also hier gibt es Humor in dieser Sprache. Also Sprache lernt man, wenn man in die mit einem in die Sprache hineintaucht. Modal Partikel lernt man, spricht man aus, wenn man in Deutschland ist und Deutsch als Muttersprache hat, fast als Muttersprache hat. Sonst ist es nicht einfach. Man muss ein Gefühl dafür haben, denke ich, ja? Ja, wenn man ja, Pushpa, morgen Pushpa, stimmt schon. Ja, das kommt spontan. Also schon hier ist ein Modal Partikel. Wenn ich sage, das stimmt schon, schon ist ein Modal Partikel. Ja. Vielen Dank, die Erklärung war ein großartig. Ich möchte gern, dass Herr Devkaran irgendwie diese Beispiele uns als schriftliche Sache schicken kann. Ja? Er hat das immer gemacht und heute auch genau mit den Beispielen. Ja, Frau Pushpa, ich habe meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Ich weiß schon, aber heute... Über Modal Partikel, also das hat mir 6 bis 7 Jahre gedauert. Ja. Sehr lange und das ist immer noch nicht zu Ende. Ich schreibe immer noch Artikel. Ja, man gab viel Zeit. Das größte Problem ist, es gibt keine Äquivalenz im Englischen und in indischen Sprachen für Modalpartikel. Ja, verschiedene Wörter gibt es, aber gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Es gibt nur ausnahmsweise ab und zu Wörter im Englischen und auch in unseren Sprachen. Bei indischen Sprachen gibt es keine Modalpartikel. Aber Sie haben eben auf Hindi 2 Beispiele genannt, nicht wahr? Ohne das geht es auch. Und ja. Diese 2 Beispiele im Hindi sind das war eine Verallgemeinerung. Ja. Total Verallgemeinerung. Verallgemeinerung habe ich gemeint. Ja. Also umgangssprachlich würde ich sagen, nicht wahr? Umgangssprachlich, yes, das stimmt. Und Modalpartikel kommen sehr, sehr oft in der mündlichen Sprache und nicht in der Schriftsprache. Genau. Ja, das wollte ich von Ihnen. Bitte sehr, sehr aufpassen. Nicht in der Schriftsprache. Sie laufen sehr häufig in der mündlichen Sprache. Ja, das dachte ich es mir auch. Ja? Ja, bitte, Maike, ich höre zu jetzt. Ja, nämlich, ja, können Sie bitte Beispiele geben? Nämlich ist auch ein Modalpartikel. Ja, nämlich. Das kann man als Modalpartikel benutzen. Ja. Aber es gibt 43 Sorten von Modalpartikeln. Aha. 43. Und die alle kann man nicht beherrschen. Ja, klar. Ich wollte dir nämlich sagen, Modalpartikel sind einfach zu beherrschen, wenn man in Deutschland ist. Also nämlich. Auch heute, wenn ich spreche, auf Deutsch also mich äußere, benutze ich nicht viel Modalpartikel. Aha. Ich bin kein Muttersprachler. Ja, das kann manchmal schief gehen. Besonders wenn wir mit den Muttersprachlern etwas sagen, kann das schief gehen. Ja, so denke ich auch. Ja, denn die sind wie also Abtönungspartikel oder Farbwörter. Farbwörter, ja. Aus der Kochsprache. Ja. Wenn man also als Kochrezeptus nimmt, das ist dann die das letzte Blatt auf dem Pudding. Das ist die Kirsche auf dem Pudding. Ohne die Kirsche geht Pudding auch sehr süß, schmeckt süß. Das ist ein Füllwort eigentlich. Ein Füllwort, ein Abkühlungswort. Und das macht die Sprache schöner. Das ist alles. Ja.
Yeah. Nicht gelöst. Ohne modal particle geht aus. Genau, ja. Wenn wir einfach schlichtes Gespräch führen wollen, mit wenigen Vokabelsmöglichkeiten, dann ohne Modalpartikel, ja, natürlich ist es möglich. Eine Konversation. Möglich ist viel besser, ist viel besser. Ja, ja, klar, klar. Mhm, mhm, ja. Okay. Interessant, vielen Dank. Okay, yes, you're right soon. Danke, Dave, für die Gelegenheit. Ich höre dir zu. Ja, vielen lieben Dank, dass wir uns auch sehr gefreut, dass wir mitgemacht haben. Also, jetzt haben wir gerade gehört, dass es gibt drei und vier Sys, Arten von Modalpartikel. Und ja, diese viele Wörter sind vielleicht mehr als 100. Wir müssen auch das sehen, dass viele Wörter gibt es viele. Modalpartikel sind auch drei und vier Sys. Okay, sehr schön. Und einige Modalpartikel wir können diskutieren. Also wie Herr Professor gesagt hat, dass das kann man vielleicht besser oder nur lernen, wenn man in Deutschland ist. Also wenn man in der Sprachwelt ist. Aber wenn diese Weise das ins Gespräch bringen, dann interessieren wir uns und wir denken, oh mein Gott, das ist auch das Wichtigste. Und ich muss daran auch Gedanken machen. Ja, das ist ja toll. Okay, next. Wer ist dran? Wer will über einige Modalpartikel sprechen? Es gibt doch viele. Ja, Leute, guten Morgen. Eine riesige guten Morgen zu meinem Lehrer Mutti Sir für die Einführung. Und ich musste ein paar Beispiele so aber oder nicht aber so nennen, so den erwähnen. Ja, schon unsere Lehrerin Pushpa Ma'am schon gesagt, aber als ein Entschuldigung, denn als ein modal particle start the connector connecting coordination conjunction. Ich musste sagen, ja, denn wir benutzen immer noch als wir benutzen als modal particle. Ich nenne ein paar Beispiele. Ich lese. Wo hast du denn Deutsch gelernt? Wo hast du denn Deutsch gelernt? Ja, wir können auch fragen, wo hast du Deutsch gelernt? Aber wenn wir das den, wo hast du den Deutsch gelernt? Hier den wir benutzen für eine Überraschung oder für eine sowas. So, wo hast du denn Deutsch gelernt? Und auch, was machst du denn mit Einhorn? Oder was machst du denn mit diesem Buch? Das den ist auch ein modal particle. Was machst du denn mit? Aber ich stimme zu Lehrer zu. Das geht mit Umgangssprache, aber hier auch. Wir sollen das Kontext oder Umgang oder Zusammenhang visualisieren oder vorstellen. Ja. Was machst du denn mit dem Buch? Und auch andere Beispiele. Bist du denn immer noch nicht fertig? Bist du noch fertig oder bist du nicht vorbereitet? Oder bist du immer noch nicht vorbereitet oder fertig? In diesem Sinne oder in diesem Zusammenhang, man kann auch sagen, bist du denn immer noch nicht fertig? Da denn hier ist auch ein modal particle. So, denn wir können wie viele Plätze als modal particle benutzen, aber es geben oder es zeigt unsere Begeisterung, unsere oder Angst oder sowas. Und auch ich finde Wörter ja.
immer eine als eine modal partikel ja ja aber in normaler weise ja bedeutet yes auf dorten aber in viele plätze of course in diesem sinne auch oder indeed in diesem sinne auch we are sehen oder quite in diesem meaning auf englisch we can sagen wir können sagen indeed oder quite so ich lese so Beispiele sein Geburtstag ist ja wichtig sein Geburtstag ist ja wichtig ja Hindi ja sein Geburtstag ist immer oder in diesem Sinne ja of course your birthday is important sein Geburtstag ist ja wichtig und dein Freund ja dein in auf Englisch wir sagen ja it is quite difficult es ist ja schwer oder dein Freundin ist ja attraktiv bedeutet of course your girlfriend is so attractive oder it's quite attractive Deine Freundin ist ja attraktiv. Aber in normaler Weise hat die Bedeutung. Aber in bestimmten Sinne, in bestimmten Zusammenhängen benutzen wir aber in dem Sinne in, mit die Bedeutung von indeed or however. Wenn wir mit Englisch vergleichen, indeed oder however. Ich lese die Beispiele. Donnerstag wird aber wärmer als heute sein. Donnerstag wird aber wärmer als heute sein. Hier wärmer bedeutet of however or indeed. Und auch das Pferd ist aber sehr klug. Das Pferd ist aber sehr klug. Und du bist aber süß bedeutet ja you are of course beautiful ja das ist in genug yes ja ich komme später ja bitte okay gut sehr schön also du hast gute Beispiel gegeben Das ist aber Jews, okay. Freunde, manchmal hören wir, das ist auch kaum, aber dann quasi. Quasi ist auch kein Modalpartikel. Also wo man nicht 100% sicher ist oder man weiß nicht, ob zum Beispiel er ist Arzt. Das ist ein normaler Satz. Aber dann sagt man auch, er ist quasi Arzt. Das heißt, er hat Medizin studiert, aber dann jetzt bin ich nicht sicher, ob er auch das praktiziert, ob er als Arzt arbeitet. Ich bin mir nicht 100% sicher. Oder er arbeitet vielleicht auch, aber ich weiß nicht. Aber er hat Medizin studiert. Also er ist quasi Arzt. Quasi ist auch ein Modalpartikel. Und quasi bedeutet sozusagen bole to ja nein das geht nicht mit quasi geht das nicht also kann man nicht sagen er ist quasi ein Arzt nein quasi hat eine andere Bedeutung okay das kann sein aber ich habe leider so gelernt dass quasi also man ist nicht sicher und dann sagt man so. Was wäre ein besseres Beispiel? Entschuldigung. Was willst du ausdrücken eigentlich? Es kommt darauf an, was du eindrücken willst. Also ich will sagen, dass ich weiß, er hat Medizin studiert, aber dann ich bin nicht sicher. 100% bin ich nicht sicher, ob er auch das praktiziert. Er ist wahrscheinlich Arzt. Er ist wahrscheinlich Arzt, ja. Wo möglich wahrscheinlich, ja. Aber ja. Quasi, also einige Beispiel bitte mit quasi, dann verstehen wir vielleicht besser. Quasi ist ein Adverb. Das ist kein Modalpartikel. Es ist doch quasi dasselbe.
Okay. Yeah, that's an adverb. And manchmal quasi fiscal. That also adjective kann man das auch gebrauchen. Okay. Okay, also das heißt quasi ist ein filler word, aber nicht modal particle. Nein. Das ist ein Adverb. Das ist ein Adverb. Quasi hat diese Bedeutung von halb. Quasi arzt, halb arzt. Halb bedeutet, also man ist nicht sicher. Ist die Bedeutung da? Ja, also quasi judicial function zum Beispiel, also nicht voll judicial. Aber halb judicial. Quasi ist also es ähnlich auch in dem Sinne von Schein. Also scheinbar Arzt. Also es ist nicht sicher, ob er wirklich Arzt ist. Aha. Ja, quasi ist der Adverb. Okay, aber wenn man halt sagt, halt, das heißt, man akzeptiert. Man nein, akzeptiert. Halt ist, also für mich ist halt sehr, sehr schwer. Zu unterrichten auch zu lernen. Das ist ein sehr, sehr heikles Modalpartikel. Halt. Okay. Ja, das halt hören wir auch nicht alles im Alten. Erstens. Ja, halt wird auch also regional gebraucht, nicht überall in Deutschland. Ah, okay. Es gibt auch eine regionale Begrenzung dafür. Also bitte aufpassen mit Modalpartikel, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Also okay, kann ich sagen, Herr Professor ist halt skeptisch? Das ist aber skeptisch, das ist besser hier für mich. Okay. Ja. Alles klar. Entweder da, oder der ist etwas skeptisch. Oder wenn du als Erklärung oder als Gegenteil das aussehen willst, das ist eben skeptisch. Ist eben, also eben ist auch, ja, hier ein, eben ist auch ein Modalpartikel. Okay, ja, schon. Das ist eben skeptisch. Oder wieder als Gegenteil zu äußern, der ist eigentlich skeptisch. Okay. Also aber wenn man eben sagt, das, dann sagt man... Das geht es auch. Ja, das geht es auch. Hier auch vielleicht. Ja, aber auch mit denn. Denn drückt ein Zweifel aus. Ja. Eben, also Zweifel auch und eben bedeutet just. Auch. Ja, just. Manchmal. Das ist kein Modalpartikel dann. Das ist ein Adverb. Okay, dann ist das Adverb. Ja. Aha. Interessant. Oh, sehr schön. Moment, lass mich ein Beispiel hier ausdenken mit eben. Das ist eben so. Ja, das geht schon, aber ich meine als Adjektiv. Okay, er ist keine ebene Straße. Ehe oder Heirat, die Ehe ist keine ebene Straße. Es gibt viele Schwierigkeiten und dann allerlei Probleme. Aber meine Frau ist eben eine nette Frau. Eben, kann man hier eben sagen? Nein, sie ist eine nette Frau, ja, eben. Also das eben. Ist eine Bestätigung im Modalpartikel. Oder eine Zustimmung. Ja, also Bestätigung, Zustimmung. Ja. So wie es ist. Sie ist eine nette Frau. Frau Pushpa Raghuram ist eine nette Frau, eine sehr, sehr nette Frau. Eben. Danke. Ja. So ist das eben. Und eben in diesem Fall ist ein Modalpartikel. Nur eben. Das ist alles, ja? Ja, das geht schon. Das geht mit eben auch. So ist das eben. Ja. Männlich, genau, umgangssprachlich. Das ist wieder umgangssprachlich. Ich hätte gerne ein Beispiel für Zwar. Mit Zwar? Zwar, ja. Also, nein, Zwar ist kein Modalpartikel. Nein, Zwar ist ein Konnektor. Konnektor? Ja. Zwar und Aber. Zwar und Aber sind Konnektoren. Die sind zweiteilige Konnektoren. Aber gibt es überhaupt Zwar als Modalpartikel? Gar nicht? Nein. Gibt es nicht. Okay. Es ist Zwar schwer zu erklären?
Mit zwar geht es mit, also... Es ist zwar schwer zu erklären, die Regel ist zwar schwer zu erklären. Nein, Frau Pushpa, Sie haben recht hier. Ja, zwar ist das Modalpartikel. Ja, ja. Und ein Beispiel, also zwar kommt manchmal auch diese Weise. Er ist zwar reich, aber dumm. Manchmal zwar und aber, als Konnektor dann. Die kommen als Konnektoren in den meisten Fällen und zwar in diesem Fall, also beim Gebrauch, wie Frau Pushpa den Satz gebildet hat, das ist ein Modalpartikel. Ja, ich zweifle zwar daran, aber vielleicht hast du recht. Aha. Also zwar ist in diesem Fall ein Modalpartikel. Ja, danke, ja, das war sehr interessant, vielen Dank, ja. Diese schwierige Modalpartikel, zum Beispiel nämlich, zwar, ja, und so weiter. Und auch wohl, ja, zum Beispiel wohl kann man auch, denke ich, nämlich ist kein Modalpartikel. Nämlich ist kein Modalpartikel. Nein. Aha, ich wollte nämlich eine Geschichte erzählen. Nein, das ist das, nämlich eine Geschichte erklären, danach kommt die Geschichte. Nämlich bedeutet, jetzt kommt was noch dazu. Okay. Ja, gut. Ja. Und dann nur ein Zweifel mit wohl. Wenn wir jawohl sagen, dann wohl ist wie eine Betonung. Aber wenn wir zum Wohl sagen, dann zum Wohl ist ganz anders, ganz bestimmtes, ja? Zum Wohl. Wenn jemand trinkt. Nein, zum Wohl hier. Zum Wohl bedeutet, Wohl ist ein Nomen hier, ein Substantiv. Ja, klar, das ist ja klar. Zum Wohl. Aber wir, jawohl sagen wir auch, ja, das ist way klein geschrieben, ist ja. Das nicht ein Modalpartikel, Wohl? Nicht in dem Fall. Also Wohl allein kann man sagen, das kann man wohl sagen, aber. Ja. Das kann man wohl sagen, wohl ist ein Modalpartikel in meinem Satz, aber mit jawohl, das ist kein Modalpartikel, das ist eine Bejahung. Die Bejahung, ja, aber ja ist genug, ja ist genug. Ja, ja ist genug. Ja, ja. Ja ist genug. Ja, ja, und, ja, solche Schwierigkeiten hat man immer, ja, beim Lehren und auch Lernen, ja, hat man Schwierigkeiten. Wie Sie gesagt haben, man muss jahrelang damit sich quälen und lernen. Nur wenn man sich quält, kann man etwas daraus kommen, meine ich. Ja, teilweise, aber das habe ich als meine Doktorarbeit hier viele Beispiele gesammelt. Ja, ja. In Hindi und in Telugu auch. Und das große Problem, oder was am einfachsten war, es gibt keine Modalpartikel in Telugu. Ach so, das wundert mich. Ja. No, ja. Es gibt einfach Suprasegmentale. Keine Modalpartikel. So, wie heißen sie denn? Ja. So, wie kann man das in Hindi oder in Kannada oder in Telugu aussprechen? Oder übersetzen? Ich habe keine Ahnung. Man kann auf Hindi kann man vielleicht sagen, अपना नाम तो बताना जरा फ्लैश नहीं नाम तो बताना तो इस टाइम मॉडल पार्टिकल नहीं बट जरा ओके आहा ओके हाँ तो आपका नाम क्या है बिहाइशन सी देन हाँ तो आपका नाम क्या है गिनाहो दिसा हाँ तो कैन इश निश्च उंटरिश्चन Das kann ich nicht unterrichten. Das kommt mit der Sprache. Das ist also Teil der Sprache. Man lernt das mit der Sprache. Ja, nicht als Teil des Unterrichts. Aber das ist auch doch interessant, dass wenn wir Deutsch Sprache lernen, dann lernen wir auch Telugu, Hindi, das besser. Unsere eigene Sprache. Das habe ich immer gesagt, Dave. Genau. Denkt,
in eigener Sprache, nicht im Englischen. Das habe ich immer betont. Ja. Der Meinung bin ich auch, ja? Das ist ja klar. Ja. Ist es. Also Freunde, wir. Ja. Was sagen die anderen dazu? Ich sehe bei mir auf meinem Bildschirm, es gibt 14 Leute, also Pushpa, ich und du, wir sind sehr aktiv. Zubair war da und wo sind die anderen jetzt? Warum schweigen die? Die hören zu und vielleicht einige haben Angst, dass, oh, hier gibt es Professor, jetzt es ist besser zu schweigen. Bitte machen Sie nicht so. Sie sollten etwas äußern, wenn man etwas äußert, auch wenn Sie etwas falsch sagen, dann verbessern Sie sich. Wie ist es? Ich schweige und ich muss mich auch leider ganz kurz verabschieden. Ich habe Arbeit zu Hause. Oh nein, Sie müssen nicht. Also Sie sprechen schon noch. Ja. Doch, da muss ich dann weggehen und ganz schnell auch. Also bitte schon, wer kommt jetzt? Wer ist an der Reihe? Hallo. Ja, bitte. Hallo. Ja, bitte. Lass mich ein Beispiel geben. Zum Beispiel, das ist ja einfach. Hier, ja, ist ein Modalverb, Partikel. Und da, ja, hier, Sprecher ist sicher, das ist ja einfach. Aber gleichzeitig, das ist einfach für Zuhörer auch. Im Generell, das ist einfach. So, ja, hier, erklärt das. Das ist einfach nicht nur Sprecher, aber für andere Hörer auch. Und in generell, das ist ja einfach. So, das ja bedeutet das hier. Ja, und ja, Modern Particle ja, spielt eine große Rolle. Und deshalb, Muttersprachler ja, benutzen diese Modern Particle ja, in Thema. Und als Füllerwörter, diese Füllerwörter geben ein bisschen Zeit, Sprecher ein bisschen Zeit, etwas zu denken und gleichzeitig auszudrücken. Ja, bitte. Das ist interesting. Sorry. Ja, bitte. Ich möchte etwas auch fragen. Wir haben zwei Modalverb, aber und ja. Können wir beide in Gleichplatz benutzen? Oder ich denke, beide sind gleich. Zum Beispiel, seine Geburtstag ist ja westisch, oder seine Geburtstag ist aber westisch. Beide Sätze haben gleich Bedeutung. Das denke ich. Ist das westisch? Ja, meiner Meinung nach, beide sind richtig. Manchmal, man sagt, also, eigene Weise. Ja, aber ich gefühle, dass aber ist wichtig für eine Person, aber ja, ist so generell, das ist wichtig für alle, ja, das ist ja. Darauf habe ich nicht verstanden. Ich denke, beide sind gleich. Nochmal bitte, die beide Beispiele nochmals. Sein Geburtstag ist ja westisch, sein Geburtstag ist aber westisch. Also natürlich, die beide sind richtig. Erstens, wenn man aber sagt, dann es gibt manchmal auch ein bisschen Überraschung. Vielleicht ein bisschen Überraschung gibt es da. Betonung und Überraschung. Aber, das ist. Entschuldigung, ist es richtig mit R oder wichtig mit W? Richtig habe ich gesagt, mit R. Ja, mit R, also ich habe den Satz nicht verstanden. Warum soll der Geburtstag richtig sein? Nein. Also zum Beispiel jemand sagt, ich will morgen nicht zum Büro kommen. Ja. Dann kann es gesagt werden, ja, also dann weiß es bescheid, dass er kommt nicht wegen Geburtstag. Dann kann man sagen, dein Geburtstag ist, ja, wichtig.
Aber du solltest dich vielleicht hier feiern im Büro. Ja, wichtig mit W oder richtig mit R? Den Satz verstehe ich nicht mit R. Wichtig, wichtig. Die Buchstabe ist wichtig mit W. Wichtig mit W. Also, die Buchstabe ist wichtig, aber du kannst doch zum Büro kommen und hier mit uns feiern. Wir feiern alle zusammen. Also mit wichtig, also important. Genau. Also in dem Fall ja. Wenn der, dein Geburtstag ist auch wichtig, eben wichtig, geht es auch. Ja, wichtig, ja, aber ja, wird dann eine Bestätigung sein. Ich würde meinen, eben ist hier eher besser. Nicht ja. Der Satz geht besser mit eben. Okay. Aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sind auch okay. Aber besser ist, wie Sie gesagt haben. Das ist eben richtig. Sein Geburtstag ist eben richtig. Aha. Oder man sagt, der Geburtstag ist auch wichtig. Auch wichtig. Ja, ja. Ich fühle mich auch. Wenn wir sein Geburtstag ist, aber wichtig, wenn man das sagt, wir meinen. Das ist besser. Wir meinen das, ja, wir haben viele Möglichkeiten, aber dein Geburtstag ist dein Geburtstag ist auch wichtig. Aber hier, wenn wir dein Geburtstag ist, ja, wichtig sagen, dann meinen wir, ja, of course, oder auf jeden Fall, dein Geburtstag ist wichtig, keine Frage. Aber wenn Sie auch sagen, bedeutet Sie bestätigen. Also das ist auch Ihre Meinung. Ja, ja. Also ja, wir bestätigen oder wir betonen. Aber ja, aber ich bedeutet hier, dass das ist noch nicht wichtig für Sie. Aber ja, im General ist ja für alle. Ja. Ja. Ja, also ja, eigentlich, ja hat unterschiedliche und mehrere Bedeutungen. Wenn Sie aber sagen, das bedeutet normalerweise eine Bedeutung. Also das heißt, Sie denken auch das Gleiche. Also es gibt eine Bestätigung. Aber wenn Sie ja sagen, das bedeutet manchmal, Sie bewundern sich. Also das ist nicht eine Bestätigung. Dann Sie sagen das, ja, of course, manchmal of course, oder manchmal surprise gibt es da. Hello? Yep. Is Mr. Dieser Weisspiel, is Mr. Mit einem Weisspiel dieser Satz erklären? Kann ich? Ja, bitte. Danke. Ja, wie Rajan gesagt hat, dass sein Geburtstag ist aber wichtig. Zum Beispiel, ich sage einen Satz, dass ich will meinen Geburtstag nicht feiern, wenn sie nicht kommt. Okay? Dann sagt andere Person, sein Geburtstag aber wichtig ist. Wieso? Ist das richtig in diesem Fall? Das ist nicht klar, was du sagst. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Nochmal bitte. Solche Beispiele, die kommen meistens von den englischen Sprachen oder von den Übersetzungen. Die denken nicht auf Deutsch. Richard, das ist kein deutscher Satz. Du hast den Satz in einer anderen Sprache formuliert und das ins Deutsche übersetzt. Das ist kein deutscher Satz. Okay. Das habe ich nicht verstanden. Eigentlich müsste ich sagen, dass wenn mein Freund hat mir gesagt, dass du musst deine Geburtstag feiern. Und ich habe antwortet, dass ich will meinen Geburtstag nicht feiern, wenn sie nicht kommt. Es gibt ein Mädchen und dafür habe ich gesagt, dass wenn sie nicht kommt, dann beantwortet er, dass seine Geburtstag
gewusst hat, aber wüsste es ist. In diesem Fall, in diesem Kontext. Stimmt nicht. Der Satz ist immer noch nicht klar. Okay. Das ist immer noch nicht klar. Tut mir leid, es ist immer noch nicht klar. Ich will den Geburtstag eben nicht feiern. Wenn sie nicht kommt, ich will den Geburtstag nicht feiern, also eben nicht feiern. Okay. Ja, ganz einfach. Also ja. Formuliere die Sätze auf Deutsch zu formulieren. Das war, also als ich auch ein Lerner war vor vielen Jahren, haben meine Lehrer immer gesagt, denk auf Deutsch. Das habe ich nicht verstanden. Jetzt verstehe ich das. Vielen Dank. Ja, auf Deutsch denken, dann ist es besser. Die Formulierung wird besser. Wie wird ein Deutscher das aussagen? Ja, jetzt habe ich das verstanden. Ja, wenn man das so formuliert, dann ist es einfacher. Das versteht man besser. Auf Deutsch, ich feiere den Geburtstag eben nicht, wenn sie nicht kommt. Dann feiere ich eben nicht. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, und in diesem Fall, ich feiere denn eben nicht. Kannst du mir mal das in Hindi sagen? Wieso? मैं अपना जन्मदिन तो नहीं मनाऊंगा ऐसा मनाऊंगा ही नहीं नहीं then come this supra-segmental element supra-segmental बिटोचे then अगर मेरे इंटरनेशनल तो मनाऊंगा ही नहीं मनाऊंगा ही नहीं एबल नहीं Die Familie kommt nicht, die Familie ist nicht da, die Freundin ist nicht da, die Frau ist nicht da, die Kinder sind nicht da. Wir tun mal an bei Ihnen. Okay, okay, genau. Ja, also, in den indischen Sprachen, es fehlt ein Modalpartikel. Entschuldigung, auf Kanada kann ich Ihnen ein Beispiel geben, genau das, ja? Ja, Pushpa. Ja, man sagt, auf Jaro Bardene Idre, Nano, but the Marcola de Laste as a moment, Pushpa, intonation. Yeah, Auriano Paralandre, Nano, Nana, put in Haban Acherso de Laste. Deine Intonation ist ganz anders jetzt. Ja, wie sagen Sie das auf Kanada dann? Eben, das meine ich eben. Also bei uns liegt das an der Intonation, suprasegmentale Elemente. Ja. Wir sagen, das ist alles. Auf Deutsch, das ist alles, Aste. Ja, Aste auf Kanada, das ist alles auf Deutsch. Ja, aber da gibt es eine Hebung davor. Ja, wenn Sie gar nicht kommen. Aur Bartene Idre, gar nicht kommen. Das ja, das ist genauso auf Hindi auch, ne? Manaunga Ine. Ja, genauso. Ja, das ist hier. Das, ja, aber das kommt auf den Zusammenhang und worüber wir sprechen und so weiter. Ja, worüber ja, stimmt. Also in den meisten Fällen, diese Intonation, indische Intonation, das wird ins Englische und ins Deutsche übertragen. Ja. Ja. Die Engländer sprechen nicht so, die Deutschen sprechen nicht so wie ein Inder, die Intonation in dem Satz gebraucht. Also zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Where is the station? Please go straight down the road. Where is the station, railway station? Please go straight down the road. Wo ist der Bahnhof oder wie komme ich zum Bahnhof? Bitte gehen Sie gerade aus. Okay? Und jetzt in Hindi. Station kahan hai? Seedha chale jaiye. Mere ko. Kein Deutscher wird sagen, gehen Sie gerade aus. Ja. Einfach geradeaus bitte. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus bitte. Ja? Ohne Intonation, ohne Hervorhebung, ohne Betonung. Ohne Emotion. Yes, in a way. Ja, das stimmt auch. Ja.
Also, das meine ich, also suprasegmental, supra bedeutet above. Also diese Elemente können wir nicht aufteilen. Geht nicht, ne? Mit Phonetik? Ja. Mit Phonetik, also es gibt keine Segmentale. There are no segments for us to divide the phonetics. Und das ist das Problem mit den Sprachen. Ja. Und vor allem mit Modalpartikel. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich schicke dir ein paar Erklärungen und vielleicht auch ein paar Übungen. Per E-Mail. Und du kannst dann die mit den Studenten also teilen und dann vielleicht sie lösen lassen. Ja, das wäre toll. Das wäre toll. Ja, mit ein paar einfache Erklärungen. Aber bitte aufpassen, schon im Voraus, da sage ich, die sind keine Regel, die ich dir schicke. Ja. Also, das ist eigentlich auch meine Strategie. Manchmal, wenn ich selbst etwas nicht verstehe, ich nehme das ins Gestress. Und dann bin ich sicher, dass jemand kommt und gleich besser erklärt. Das ist eine tolle Idee. Ja? Ihre zwei Kinder von anderen kommen lassen. Ja? Genau. Das ist. Wenn man das so ausdrücken lässt, das ist doch eigentlich sehr, sehr toll. Schlau von Ihnen. Oder mit einem Modalpartikel, das ist recht toll. Recht toll, oder? Ja, das ist recht, ja. Recht toll. Und, irgendwann werden wir hier auch über Sims Jürgen vielleicht diskutieren. Also bitte nehmen Sie das nicht anders. Nein, also wir keine Schimpfwörter. Nein. Nein, Herr Devgrenzani, ich werde daran nicht teilnehmen. Ich bringe gar keine Schimpfwörter. Sie fragen mich sofort, geben Sie mir eine Liste. Ich sage nein, Sie kommen nicht zu mir, deswegen ich unterrichte nur Deutsch und keine Schimpfwörter. Schimpfwörter, ja, das ist auch eine Diskussion, aber ganz privat. Vielen lieben Dank. Sprichwörter, anstatt Schimpfwörter, Sprichwörter, das wäre besser. Ich würde vorschlagen, besser wäre mit Wendungen. Ja. Wendungen. Phrasiologismen und Wendungen. Mit Sprichwörter, du hast was schon organisiert, ne? Ja. Also vielleicht, meinen Sie Nomenverb, feste Verbindungen? Die heißen Funktionsverben. Mit Funktionsverben, ja, das geht auch. Also feste Verbindungen. Ja. Feste Verbindungen. Ja, also wie stolz auf, sich interessieren für. Das kann man machen. Also mit präpositionaler Gebrauch. Ja. Aber es gibt unheimlich viele Beispiele und dann hat man Schwierigkeiten, irgendwie ganz gezielt diese Verben zu benutzen oder sagen. Ja? Das meine ich. Ja, auf allen Stufen. Ja. Richtig. Genau. Darf ich mal eine Frage stellen? Unheimlich. Ist es auch ein Modalpartikel? Es gibt Nein. Unheimlich. Nein? Nein. Mhm. Ja. Das ist ein Adjektiv. Adjektiv, ja. Mhm. Unheimlich viel. Ja. Ohne Adjektiv. Das wird dann... Englisch would be uncanny. Ja, aber wenn ich sage unheimlich viele Beispiele, das ist nicht uncanny, nicht wahr? Oder? Ich weiß es nicht, ich bin nicht ganz sicher. Ja, unheimlich viele in dem Sinne von zu viele. Ja, zu viele, das meinte ich, zu viele. Ja, das ist alles. Ja, uncanny. Ja. Ja, das ist was anderes, dachte ich es mir, aber
wie sie das bemerkten, das war meine unheimlich viele, zu viele. Das war alles. Das war meine. Unheimlich hat diese Bedeutung von also unglaublich. Aha, das ist uncanny. Ja, unglaublich. Unglaublich, also unheimlich viele Beispiele, unglaublich viele Beispiele, incredible. Ja. So unheimlich ist wie incredible. Ja, in diesem Satz, ja. Ja. Wenn man Zweifelsfälle hat, soll man in Duden nachschlagen. Ja. Ja, unheimlich ist ein Adjektiv. Okay. Ja, auch diese können wir gar nicht genug lernen. Ja? Es gibt so viele. Ja, lernen hat keine Grenze. Eine unheimliche Summe. Ja. Ja. Wenn man vor der Sprache steht, da hat man eine unheimliche Angst. Natürlich, ja. Ja. Und je nachdem, einen unheimlichen Hunger hat man auch zu lernen. Ja, das stimmt. Denn die Sprache ist unheimlich groß. Ja. Und hat sich unheimlich verändert auch. Ja. Und verändert sich immer. Ja, das geht immer weiter. Diese Veränderung, ja, geht ja, immer ja. weiter. Ja. Stimmt. Das gibt so viele Bilder und so viele Witze. Nur in dieser Zeit, während dieser Zeit, ja. Die bekommen wir geschickt irgendwie, die finde ich so interessant und zeitgemäß, ja? Solche Das stimmt schon. Ja, also, kreative Leute machen das, ja? Also alle, vielen, vielen Dank an alle hier. Ich muss mich leider verabschieden, ich gehe mal in die Küche, ich koche. Ja, vielen lieben Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank alle. Ja. Herr